mein kleines Update. Ihr seht es ja schon, es geht um Gearbest. Und ich möchte die Frage beantworten, so, was ist eigentlich mit Gearbest? Die waren ewig offline gewesen, es hieß ja, dass der Mutterkonzern pleite ist. Es schien erstmal so, als wäre Gearbest wirklich weg. Gearbest ist tot. Bevor Gearbest begraben wurde oder sich selbst begrub, gab es einige Veränderungen. Die Preise sind gestiegen, es gab keine neuen Produkte mehr, die Produkte waren teilweise uralt und es kamen auch wieder Scam-Produkte dazu. Ich weiß nicht, ob jetzt auf der Hauptseite hier gerade mal eins ist. Ich habe jetzt über Newsletter habe ich jetzt eins gefunden. Ups, sorry, you're looking. Okay. Was haben wir denn hier? Mi 11 Ultra? Nee, M11. Ich bin selbst drauf reingefallen. M11 Ultra. Ich dachte jetzt hier, ich quatsche hier blöd rum, ja, und dann finde ich die Scam-Produkte nicht. Aber hier, ich habe eins gefunden. Man sieht schon am Preis, $114. Ne? M11 Ultra. Ich dachte selber, es ist Mi 11 Ultra. Soll jetzt natürlich hier ein Xiaomi-Fake sein. 16 GB Arbeitsspeicher. 1 Terabyte. Die übertreiben sie ja mal komplett. 1 Terabyte Festspeicher. Dual-Kamera, ja klar. 120-fach Zoom daneben. Daneben steht HD-Kamera. HD, ne? 1280x720. Schön. Gibt es hier in 3 Speicherausbaustufen? Die 114 ist der Einstiegspreis. Ne? 16 Gig kosten dann $6 mehr. Und 16 Gig mit 1 Terabyte kosten dann nochmal $12 auf Preis. Sehr fair, oder Freunde? Sehr fair. Ja, das ist natürlich von vorne bis hinten hier beschiss. Also die drei Ausbaustufen, die gibt es auch nicht. Es werden aber nur 3 unterschiedliche Daten reingefaked. Wir haben wahrscheinlich 1 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher, irgendwas in der Richtung. 3040 mal 1440, ne? Unser HD-Panel. Okay. Also HD ist ja 1280 mal 720, ist festgelegt. Aber ich hatte ein HD-Panel dann eben eine höhere Auflösung. Ja, warum nicht, ne? Android 10, muss älter sein, das Angebot. Die faken ja immer die aktuelle Version rein. MTK 6899. Den SoC, den, gibt's nicht. Gearbest hat diese Geräte vorher nicht angeboten. Also da, wo ich auch noch mit Gearbest zusammengearbeitet hatte, ja, früher habe ich hier immer mal Produkte von Gearbest vorgestellt oder ich bin einfach Angebote von Gearbest durchgegangen, weil die Angebote teilweise richtig gut waren. Die haben ja auch direkt aus Europa teilweise verschickt, also zum Schluss. Da hatten die sowas nicht. Die 16 GB Arbeitsspeicher stimmen nicht, 1 TB Festspeicher stimmt nicht, Kamera stimmt nicht, das ist keine Dual-Kamera, die löst auch nicht so oft so hoch auf. Da ist irgendeine Single-Kamera drin, die Rückseite, das ist alles gefaked. Das heißt, 2 Kameras von den 3 sind blind. Das Ding kann kein 5G und das Display löst auch nicht so hoch auf. Und das Gerät sieht nicht mal so aus wie auf dem Bild. Alles einfach mal komplett gelogen. Also ja, es ist lupenreiner Betrug im Prinzip. Es ist absolut lupenreiner Betrug. Nun ist das alles zurückgekommen. Gut, wird hier über GGSHM Store vertrieben. Die nutzen also hier die Infrastruktur, also die Webseite und den Versand direkt von Gearbest. Aber man bekommt dann die Rechnung von diesem Store hier. Ich weiß auch gar nicht, ob Gearbest selbst Scam-Produkte verkauft oder ob das nur die Stores sind. Ist mir aber egal. Ich will, dass Gearbest sowas prüft und sowas unterbindet. Danach sind im Großen und Ganzen alle aktuellen Geräte rausgeflogen. Und dann war der Store ganz offline. Dann war er wieder da und dann war er wieder offline. Vor allem, es wurde nichts kommuniziert. Es gab gar keine News. Der Kundenservice hat dann auch nicht mehr reagiert irgendwann. Dann wurde ich aber angeschrieben, wieder von der Marketingabteilung, ob ich nicht mit Gearbest zusammenarbeiten will. Und da haben die mir auch irgendwelche alten Quatschprodukte angeboten, wo ich dann halt Videos machen sollte. Und ich sagte, nee, Leute, also es ist mir gerade alles viel, viel, viel zu heikel. Ihr seid irgendwie komisch im Moment. Und da haben sie es dann auch irgendwann gelassen und ich habe es auch absolut gelassen. Und ich habe euch auch gesagt, Leute, passt auf, ich weiß nicht, was da los ist, bestellt dann nicht mehr. Ich hatte meine letzten Bestellungen von Gearbest gar nicht mehr bekommen. Die wurden alle von Gearbest abgebrochen, aber erst auf Anfrage. Das heißt, ich habe bezahlt und ich habe gewartet. 5 Produkte oder so und es ist nichts passiert. Und da habe ich die angeschrieben und irgendwann habe ich mein Geld zurückbekommen. Meine letzte Bestellung allerdings nicht. Und das war auch kurz bevor die Seite offline ging. Da hatte ich einen Xiaomi-Fake bestellt von Gearbest. Kam nicht. Und da habe ich die halt mehrfach angeschrieben, gesagt, Leute, wie sieht's aus? Und die haben einfach nicht mehr geantwortet. Als die Seite wieder online war, habe ich auch sofort den Kundendienst kontaktiert. Und genau das Gleiche, die haben nicht geantwortet. Als ob die von früher halt nichts wissen wollen. Und jetzt hat sich aber was geändert. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel Copset, die... Ich denke mal, ihr habt es schon gesehen, der aufmerksame Zuschauer. Die Cosbit Tank hatte ich vor kurzem erst vorgestellt und die gibt es bei Gearbest. Die listen wieder neue Produkte. Also offensichtlich sind die nicht tot, weil sonst hätten die das nicht. Und passt auf, das wird von Cosbit direkt über Gearbest vertrieben. Ich kenne Cosbit. Cosbit ist, wird viele nicht so bekannt sein. Die stellen ausschließlich halt Smartwatches her und im Prinzip so alt wie mein Kanal ist, gibt es auch schon Cosbit. Und das ist nicht gelogen hier, die ist wirklich von 2022. Habe ich erst vorgestellt, gibt es in allen möglichen Farben und wird direkt von Cosbit vertrieben. Also Cosbit vertreibt über Gearbest. Also muss Gearbest irgendwie noch existieren.
Irgendwie. Und dachte ich, bevor ich in irgendeiner Art und Weise mit dem Laden wieder zusammenarbeite oder euch einfach mal informiere, wie es zurzeit mit Gearbest aussieht, weil Gearbest war echt groß gewesen. Eigentlich dachte ich, too big to fail, aber so schnell kann es gehen. Ich habe also jetzt ein paar Mal versucht, über Gearbest zu bestellen. Und zwar 4 oder 5 Mal. Ich habe aber alle Bestellungen abgebrochen. Erstmal Tax-Info, da steht wieder drinne, pass auf, jeder ist für den Import selbst zuständig, also für die Gebühren, die anfallen können. Sehen wir dann auch hier, da steht jetzt Registered Airmail, hallo? Registered Airmail, das ist wie vor 10 Jahren, wo das erste Mal aus China was bestellt hat. Registered Airmail, das ist einfach Luftpost mit einer Tracking-Nummer. Mehr nicht. Das ist eigentlich nicht mal versichert. Das steht jetzt hier im Speziellen nicht da. Das ist die einfachste, also das dauert am längsten, steht ja auch da. 15 Werktage ist Minimum. Das sind 3 Wochen, Freunde. 3 Wochen ist Minimum. Bis 60. Dann wartet man mal ein Vierteljahr auf seine Bestellung. Bestellt doch keiner mehr. Das ist mega langsam. Und dann kommt es nicht durch den Zoll. Vor allem, das heißt, in diesen 50 bis 60 Werktagen ist nicht mal dabei, dass es auch wer weiß, wie lange beim Zoll rumhängt, wo ihr es dann abholen dürft. Und dann nochmal halt Importgebühren bezahlt. Unfassbar. Die hatten früher Priority-Versand. Und ich habe viele Angebote gecheckt, Freunde. Ich habe ein paar Mal bestellt. Ich habe in kein einziges Angebot habe ich Priority-Versand gefunden, wo die Versandzeit angenehm ist und wo ihr halt keinen Zoll bezahlen müsst. Andere Sache ist, hier steht PayPal. Ich habe unter anderem, das heißt nicht unter anderem, es gibt einen Grund, warum ich... Lol, das Bild ist schief. Seht ihr? Das Bild von der Smartwatch ist reingefaked mit Photoshop und es ist schief. Aber zurück zum Thema. Ich habe alle meine Bestellungen abgebrochen aus dem einen Grund, nämlich, ich konnte nicht mit PayPal bezahlen. Es geht nur eine einzige Bezahlmethode und das ist Kreditkarte. Wie unseriös ist das denn? Ich weiß, ich mache Videos für Syndicate, jetzt manchen passt das nicht, aber selbst die bieten PayPal, die bieten auch Kreditkarte, dann aber über PayPal, ja, wo ihr den Kaufverschutz hier habt. Da haben die Giropay und die haben Sofortüberweisung, eigentlich im Prinzip die ganzen gängigen Bezahlmethoden. Und das bietet Gearbest nicht. Die haben ausschließlich Kreditkarte. Und das ist mir echt irgendwo zu heikel. Auf der einen Seite ist es schon, sag ich jetzt mal, ein Qualitätsmerkmal, dass halt ein Laden wie Cosped offensichtlich Vertrauen hat in Gearbest und die hat es als Vertriebsplattform verwendet. Aber dass die nur Kreditkarte annehmen, finde ich. Es muss ja einen Grund haben, warum PayPal dann halt mit denen nicht zusammenarbeitet. Ja? Oder Klarna, warum nutzen die nicht WeWish? Klarna zumindest. Die haben null Bezahlmethoden, außer halt Kreditkarte. Und das finde ich, nee. Habe ich abgebrochen, weil es, wie gesagt, das war mir dann zu unseriös. Und was soll denn das? Aber die haben ansonsten wieder richtig aktuell. Hier, B-Max habe ich mal 2 Produkte vorgestellt. Vernünftige Marke, kann man bei Amazon kaufen oder halt direkt beim Hersteller bestellen. Kann man jetzt bei Gearbest bestellen. Hier sind wieder ein Haufen aktueller Produkte sind hier gelistet. Ja, Nimble Store, also ist jetzt nicht B-Max selber davon abgesehen. Ihr habt ja auch vorhin gesehen, ja, Xiaomi kann man ja auch wieder bestellen. Also halt nicht, Freunde, bevor der Laden wieder geöffnet hatte, erstmal, ja, da waren ja irgendwelche Xiaomi Mi 9, irgendwelche uralten Telefone, vor allem zu absoluten Mondpreisen waren hier gelistet gewesen. Mi Band 6, ja, eine Waage, sogar hier im Sale von Mi-Fans. Okay, das ist aber auch nicht direkt Xiaomi. Aber hier genau das gleiche, eine Waage. Ah, hier gibt es auch noch Expedited Shipping für $26. Und Expedited Shipping ist im Prinzip... Ah, nee, hier, passt mal auf, die haben Priority Line. Aber Priority Line mit 25 bis 45 Werktage. Es ist ja noch länger, Freunde. Also, ich weiß nicht, was für ein Priority Line das ist, aber es ist nicht das Priority Line. Und es ist halt auch die Frage, ob man hier halt Importkosten bezahlen muss oder nicht. Und es kommt trotzdem $7 Versand zustande. Priority Line war immer kostenfrei. Immer innerhalb von 1 bis 2 Wochen war es da gewesen. Oh, ich kann nur maximal 5.947 Wagen in einer Bestellung ordern. Will ich also 12.000 Wagen haben, muss ich 2 Bestellungen auslösen. Ja, ich meine, das Teil kostet $24, $25 und dann soll ich $7 nochmal einen Versand bezahlen? Das ist unattraktiv wie Sau. Aber das erste Angebot, Priority Line hier mal sehe, aber die Lieferzeit geht überhaupt nicht klar. Wirklich, das ist nicht mehr konkurrenzfähig. Was, das gibt's auch alles bei Banggood, will ich was importieren, dann bestelle ich es halt bei Banggood. Ja, aber wie gesagt, die haben jetzt wieder aktuelle Produkte halt am Start. So ganz begreife ich aber nicht, was das hier eigentlich soll. Vielleicht hat jemand Gearbest gekauft. Ich habe nach Informationen gesucht, habe nichts gefunden. Es gibt noch einen Gearbest-Blog, der nicht bedient wird. Ja, also wo die Informationen alle uralt sind. Es ist alles sehr, sehr, sehr mysteriös. Können wir ja mal gucken, direkt Xiaomi 12. Müssen wir jetzt hier nicht alles durchgehen.
Das ist Xiaomi Mi 12 Pro. Das heißt ja Xiaomi 12. Geil. Hier steht es richtig, Xiaomi 12 Pro. Ja, also ihr seht zumindest, es ist aktuell, Xiaomi ist halt auch gelistet. Ist halt von Top Rate Store, ja, und der Preis ist natürlich insane. Ja, jetzt bestelle ich natürlich bei Trading Chain Chain und nicht hier. Unregistered Airmail. Unregistered Airmail, Freunde. Ich kann das mit Luftpost ohne Tracking-Nummer bestellen. 1139 Euro. Quatsch, Dollar. Das ist echt insane. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, ich erkenne den Gearbest Store auf jeden Fall so nicht wieder. Es bleibt eigentlich gleich. Auch wenn die jetzt neue Produkte geliefert haben. Hier, Poco M4 Pro haben sie auch gelistet, ja. Auch wenn die jetzt neue Produkte. Hier, die haben sogar auch Elektrik Moped. Ja, hätten ein Fahrrad, ne? Sag ich, Moped. Ein Xiaomi-Rasierer. Ein Xiaomi-Rasierer! Oder ein Haarschen einer Maschine. Das Angebot hat sich krass verbreitert jetzt. Und es ist, wie gesagt, auch jetzt endlich mal wieder aktuell. Aber ich würde trotzdem keinen raten, hier zu bestellen. Das ist immer noch sehr, sehr eigenartig alles. Ich weiß nicht, ob davon irgendwas verschickt wird. Vielleicht, Samin hat ja eine Kreditkarte. Vielleicht mache ich da wirklich mal einen Test. Ich habe auch gar keine Kreditkarte. Das ist ja mein Problem. Aber ich habe halt auch Bauchschmerzen, denen meine Kreditkartendaten da einzutippern. Ich denke mal, ihr könnt es auch nachvollziehen. Ja, vielleicht mache ich es mal noch, wenn ich hier was tut. Wenn ich dann sage, okay, es lohnt sich jetzt nochmal ein Update-Video zu produzieren für euch, dann mache ich vielleicht mal eine Testbestellung halt mit der Kreditkarte von Samin. In der Zwischenzeit, wenn ihr importieren wollt, Trading Chain Chain, Banggood, ist nicht so, dass es keine Alternativen gibt. Gearbest ist auf jeden Fall komisch. Das ist jetzt eine Art Online-Store-Zombie. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, Quelle in der Videobeschreibung, das ist halt gearbest.com. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.